Es gibt eine Pflanze, ohne die kann man sich Weihnachten nicht vorstellen. Der Weihnachtsstern. Herzlich willkommen bei Garteln in Salzburg. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Euphorbia pulcherrima. So heißt der Weihnachtsstern botanisch. Und das heißt das allerschönste Wolfsmilchgewächs. Er kommt ursprünglich aus Mexiko und hat eine große Vorliebe. Die Wärme. Also aufpassen beim Heimtransport, keine Temperatur unter 10 Grad, gut einpacken. Man wird sofort bemerken, ist zu kühl gewesen, verliert er die grünen Blätter. Zu Hause, da mag er die Zimmertemperatur, er braucht genug Feuchtigkeit, aber niemals Wasser im Untersetzer oder im Übertopf. Gedüngt wird etwa einmal die Woche. Es gibt ihn in den unterschiedlichsten Farben, in Rot, gesprenkelt, in Rosa oder auch in so Cremefarben. Der allerbeliebteste ist aber nach wie vor der dunkelrote Weihnachtsstern. Übrigens, die Blüte, das sind diese winzig kleinen Kugeln und die sollten Sie beachten, wenn Sie einen neuen Weihnachtsstern kaufen. Sind die vorhanden, dann ist er wirklich frisch und wird wochenlang blühen. Ich wünsche eine besinnliche Adventzeit mit wunderschön blühenden Weihnachtssternen. Viel Spaß beim Garteln!